Hallihallo, ihr Lieben. So, auf vielfachen Wunsch gibt es heute Schneckerisch-Gedöns. Heißt, es gibt aber vorher noch was. Also, ihr wisst ja, dass ich hier mein Studio habe. Ihr wisst ja, dass ich Taxi fahre. Ab 1.12. wieder Vollzeit. Heißt, 4 Tage die Woche. Zwischen 10 und 13 Stunden. Das sind so meine Dinge, wo ich wach bin. Deswegen bin ich auch sehr oft jetzt schon nachts wach. Um mich wieder ein bisschen umzugewöhnen. Was ich euch aber damit sagen will, ist, ich sage das immer ganz gerne dazu, ich habe immer gerne große Legungen für mich gebucht an meinem Geburtstag oder zu Neujahr, also zwischen den Jahren, die ersten 14 Tage so im Januar, dass ich einfach mal sehe, was kommt so auf mich zu, wie geht so weiter. Leider Gottes, muss ich sagen, ist alles eingetroffen. Es wurde ein zweiter Umzug gesehen. Habe ich gesagt, das kommt im Leben nicht vorher. Also ich bin erst umgezogen, ich ziehe bleib da nicht um. Doch, es hat also alles gestimmt. Es war sehr stimmig. Meine Bitte an euch, wenn ihr hierher kommen möchtet, wer hierher kommen möchte, möchte mich persönlich kennenlernen, Bubblegum mit mir machen, Käffchen trinken, Stückchen Kuchen essen, ein paar Karten auf den Tisch schmeißen, freue ich mich wahnsinnig. Bitte, überlegt euch früh genug, weil der Dezember für uns Taxifahrer der beste Monat ist. Heißt, ich fahre definitiv die Woche vor Weihnachten, fahre an Weihnachten, fahre zwischen den Jahren und fahre natürlich an Silvester. Hab dann aber ab 1., ich glaube bis zum 6. oder so, habe ich mir freigenommen. Also, ich sage jetzt mal so, in der Zeit vom 1. bis zum 6., 7., ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das mit dem Datum da ist, gell, wie das da weitergeht, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr hierher kommt zu mir, wenn wir das bisschen hier bei mir zu Hause machen, ist die Energie natürlich noch mal umso schöner. Wir haben Rauhnächte, alles ganz weit offen. Genau, bezahlbar ist es auch, also schreibt mich an, ich schicke euch die Liste. Alles schick. So, das wollte ich nur sagen, weil zwischen den Jahren, ich kann mal jeden Tag 1, 2 große Legungen machen, da habe ich keine Probleme damit, aber wer nachts schläft, muss tagsüber schlafen. So ist es. Also mein Dienst wird immer so anfangen ab 17, 18, 19 Uhr, je nachdem, wie mir es passt, wie ich das für mich für richtig finde, und wird enden morgens um 5:30, außer natürlich an Silvester, da wird durchgebrummt. Heißt, also ich bin dann am Schlafen, ich sage mal so von 6:30 bis 7, ich kann dann nicht mehr gleich so ins Bett gehen dann, ich bin dann noch so aufgekratzt, ich bin ja sowieso aufgekratzt, wie man weiß, gell? Also wenn ich dann so um 7 Uhr mein Köpfchen auf mein Kissen lege, ja, dann wird es auch mal so 12, 1, 2, bis ich wieder wach wäre. Ja, und dann geht es natürlich für mich weiter, wenn ich an den Feierabend mache, bin ich am Start. So, nur dass ihr das jetzt wisst. Also, wer, könnt ihr jetzt schon mal überlegen, 2 Mal spucke, haben wir 2022. Ist ein tolles Jahr, viele Zweie, super Jahr. Wie gesagt, wenn ihr hierher kommen möchtet, bitte früh genug Bescheid sagen, dass ich mir das so einplanen kann. Ich will auch nicht eine Hektik sein. Ganz echt, weil dann müssen wir irgendwie was ausmachen, dass es von euch klappt. Ich komme jetzt 2 Mädels runter, eine von Köln, eine von Düsseldorf. Freue ich mich wahnsinnig. Ich meine, das sind ja alles keine Entfernungen für mich sowieso nicht. So, allerhaupt, wenn ihr mich sehen wollt, wenn ihr das Ganze mit mir hier privat machen wollt, einfach anschreibe, ihr kriegt einen Termin. Wunderbar. Jeder will doch wissen, wie es im neuen Jahr weitergeht. Und mein Kaffee ist Bombe. Und ich kann auch, glaube ich, ganz gut Kuchen backen. So, schneckerisch Gedöns aus dem neuen Domizil. Ach, und was mich wirklich sehr freut, dass das langsam angenommen wird mit den Geburtstagsüberraschungen, mit den Geburtstagsgoodies, dass ihr da also am selben Tag, wenn ihr Geburtstag habt, schreibt. Perso dazu oder Führerschein dazu, dass ich sehe, aha, ihr seid's. Und dann geht's rund.
So, wie geht's denn weiter mit dem Schneckerisch? Guck mal. Dankeschön, es hat mich sehr gefreut. Auf Wiedersehen. Es war toll, mit euch gesprochen zu haben. Rausch, glaube ich, schickst du zu Sarah, oder? Ich flippert. Aha. Die Sexualität ist tot. Ja, wo ist sie denn tot? Was wird denn transformiert? Die Familie wird transformiert. So, was wird denn transformiert außer der Familie? Die waren jetzt zu viel, deshalb habe ich sie wieder reingesteckt. Ich trinke immer noch. Das Universum ist sehr langsam heute. Also ich liebe das wirklich, hier mit euch Karte zu legen. Also ich bin noch im Esszimmer. Das Studio ist noch nicht ganz fertig. Deswegen ist das so lustig, dass ich leider jetzt fast im Dunkeln schon sitze. Mein lieber Lieblingsmensch Jürgen hat mir überall diese ganz einfache Fassungen hingehängt. Nur ins Esszimmer nicht. Bombe. Er hat gedacht, ich habe ein großes Fenster. Da sieht ich schon was. Aller hopp. So, wie geht's denn da jetzt weiter, liebes Universum? Auf ein paar Ketsche, wie es mit dem Schneckerisch weitergeht. Der alt gelbe Reb. Das gibt's doch gar nicht, oder? Hallo, liebes Universum. Wir bräuchten noch ein paar Kärtchen. Das sind zu viele. Die soll ich nehmen. Vielen Dank. So, also. Wie soll es auch anders sein? Dreieckkonstellation. Die Schlange ist dabei. Die feste Verbindung. Jetzt müssen wir nur noch gucken, mit wem er feste Verbindung will. Mit dir oder mit ihr? Was ich noch in eigener Sache mal dazu sagen will, also wenn ihr euer Wunschpartner da einfach nicht mehr in eurem Leben haben wollt, das ist alles absolut legitim, weil dein Leben ist das Wichtigste, was du eigentlich hast, sonst hast du kein anderes, hast du das eine. Dann guck doch einfach keine Readings mehr. Weder von mir noch von jemand anders, der, ich habe das letzte Mal gesagt, zack, drei Abos, wenige, ganz ehrlich, damit kann ich leben. Weil immer diese negativen Energie dann, das geht mir echt aufs Mäppchen. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin überall rausgegangen. Ich liebe die Yonanda. Ich liebe Yonanda. Also ich gucke mir es aber einfach nicht mehr an, weil es ja nichts mit mir zu tun hat. Es hat nichts mit mir zu tun. Und ich bin so in meiner Mitte, ich bin selbst bei mir gelandet. Und es geht mir gut so, wie es ist. Und da brauche ich keine anderen Readings mehr. Wenn ich was wissen will, habe ich drei Mädels, mit denen setze ich mich auseinander, die lege für mich Karte, weil normalerweise ist es ja so, dass ich selbst kann. Ach, guck mal da, das Herzelchen liegt in der Blockade. Ist es ja so, dass man das bei sich selbst ja immer eigene Empfindungen, Emotionen dabei hat. Deswegen habe natürlich auch ich meine drei, die nach mir gucken, was da los ist. Er denkt nach, er denkt viel nach, der Schnuggelputz. Und deswegen, was soll ich mir jetzt irgendwo noch Wunschpartner mit, ohne Kontakt, tralala, hopsasa, Dreiecke-Döns angucke? Wie gesagt, das ist auch gar nicht böse, dass ich da raus bin. Ich verstehe also jeden, der sagt, hier, ich bin mit meinem Weg so weit, ich brauche es einfach nicht mehr. Ich muss mir keine Videos mehr angucke, dass den ganzen YouTube-Kanal rufen und nur nicht gucke. Wenn ich noch eine behaupte will, dann bleibt doch fort. Also das ist mir unverständlich, dass ich also immer wieder Kommentare lese, die sagen, boah, der kann jetzt bleiben, wo der Pepe wächst, und der soll nicht in Ruhe lassen, und der Arsch, und überhaupt,
Ja, steht dir alles zu, ist alles legitim. Aber da guck doch einfach nicht mehr. Das ist doch ganz einfach. So, also. Mit der Altfledermaus da. Mit der Schleiereule. Schleiereule hat mir wirklich gut gefallen. Fledermaus fällt mir auch gut. Aber Fledermaus sind ja wirklich diese Türchen. Geil, sind ja diese Türchen. Also da ist schon der Erfolg ein bisschen weggebrochen. Also da ist schon nichts mehr mit fester Verbindung und so. Sie liegt also wirklich im Sarg drin. Ach ja, was soll ich sagen? Auch immer wieder, wenn ich anspreche, ich würde meine Karte nur gut deuten. Nee, ich deute meine Karte so, wie ich es von Oberon Heroi kriege und so, wie ich das empfinde und wie ich das spüre. Und wenn ich für mich das sage, sehe als Transformation und nicht als Ende, aller hopp, dann mache ich das ganz genau so, wie das ist. Und noch etwas, also zaubern können wir alle nicht. Na, guck mal, hat sich dazu gelegt. Zaubern können wir alle nicht. Also wenn ihr eine Legung bei mir oder bei der Kollegin oder bei der Kollege bucht, und mir lege euch die Karte. Dann machen wir das mit sehr viel Liebe und genau das, wie es reinkommt. Das ist immer nur eine Momentaufnahme. So, wenn ich dann Karten lege und kriege dann gesagt, okay, wir haben jetzt längere Zeit keinen Kontakt mehr gehabt, wie geht es denn da jetzt weiter? So, mit dem Neuanfang. Alles, was unter dem Tisch liegt, ist extrem wichtig. Der Neuanfang. So, und ich sage hier, so und so ist es und vielleicht könnte man sich schon mal melden und man könnte mal schreiben und überhaupt, also wenn man selbst Scheiße gebaut hat, wie auch immer, ganz egal. Ich kriege das so rein, wie es ist. Ihr kennt meine Situation. Ich sage immer dazu hier, die Kerl soll sich melden. Aber, und wenn ich dann fertig bin mit meiner Legung und kriege dann gesagt, dass ich zum Beispiel sage, schreib dir doch einfach mal einen Brief. Also einen Brief. Ihr Junges, ihr wisst gar nicht mehr, was Briefschreibe ist. Das schreibt mir so, bumm, bapp den Briefmark drauf aufs Kuvert und schickt das fort mit der Post. Post, kein WhatsApp. So, und kriegt dann geschrieben. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das machen soll, weil ich habe ja keine Adresse, ich habe keine Telefonnummer, ich habe gar nichts. Ganz ehrlich, ich war gestern kurz davor, in die Tischkante zu beißen. Ich habe gedacht, das ist jetzt alles, das ist nicht wahr, oder was erwarten Menschen von mir oder auch von der Kollegin? Wir kennen doch nicht, wir haben doch keinen Zauberstab. Ey, den hätte ich für mich. Ich will, ach, steht jeden Tag zaubern für mich. Ich kann doch nicht zack, zack, zack und morgen hockt der vor deiner Tür, wo du nichts mehr hast. Also das sind wirklich Informationen, die bräuchten mir mal dazu. Ich bin wirklich jemand, ich brauche gar keine Informationen. Ich brauche einen Namen, ein Bild ist immer ganz nett und habt ihr schon mal was miteinander gehabt? Habt ihr nichts miteinander gehabt? Und dann geht's los. Aber wenn ich dann wirklich eine Geburtstagslegung mache mit, und die wäre wirklich auch noch sehr groß gestern, und dann kriegst du gesagt, ja, ich weiß jetzt nicht, was du von mir willst, ich weiß ja gar nicht mehr, wie ich den finden soll, ich habe hier gar keine Adresse, ich habe kein Telefon, ich habe nichts. Ey, ich war gestern sowas von gepisst. Ehrlich, also 100% gibt's bei niemand. Und wenn ihr bei mir eine Legung bucht und traut mir nicht, alles verständlich. Holt euch eine Zweit- und eine Drittmeinung. Noch nicht einmal die Zweit. Weil ich sag, ja, der kommt zurück, die Zweit sagt, ne, der geht fremd wie ein Stabsoffizier, der kommt nicht mehr zurück. Dann holt ihr doch eine Drittmeinung. Und dann hörst du auf die Tritt, seht die Tritt, ja, der geht fremd. Sind mal Karte scheiße. Seht aber die Tritt, ne, du musst nur einfach ein bisschen mehr vertrauen. Dann hast du zwei Meinungen, die gut sind. Dann würde ich schon mal tendieren, dass die Eltern, die gesagt hat, der geht fremd wie ein Stabsoffizier, nichts dauert. Ich ereile mich ja schon wieder so, gell? Klar, es ist dunkel und wir sind noch nicht fertig. Und es dauert wieder ewig, bis hochgeladen ist. Also, guck mal hier. Ach, also, hallo. Guck mal, es wird alles weise angestellt im Schneckerisch. Allerhopp. Ja, man kriegt mein Federchen. So, also. Die Schleiereule geht in den Verlust, weil er neue Wege geht. Er weiß, er muss sich trennen, liegt aber noch in der Blockade. Aber es kommt zu einem Neuanfang mit Liebe. Er wird sich dir öffnen.
Er wird sich dir öffnen. Guck mal, wie schön. Voller Erfolg, was die Familie, den Sex betrifft und die Liebe. Also es ist nicht nur die Sexualität, da ist auch Liebe dabei. Er schaut auf die feste Verankerung mit ihr, mit Erfolg. Aber das wird gelöst, weil hier schon ein Stück weggebrochen ist. Das bringt nichts mehr. Hier, diagonal, tot. Im Moment fühlt er sich in dieser Beziehung wie tot, kriege ich gerade rein. Er fühlt sich in dieser Beziehung wie tot, kann aber nicht, der steht da oben und weiß nicht, wie es weitergeht. Soll er springen oder soll er lieber da oben noch ein bisschen stehen bleiben? Wir gucken mal, wie es weitergeht. So, also, hier, der Kamerad Schnürschuh. Transformiert, Blockade, gehe raus, es kommt zum Neuanfang. So, jetzt seht jeder, wieso seht ihr jetzt die Blockade, gehe raus, die liegen doch mitten im Blatt. Weil ich es einfach eben ob so vom Universum gehört habe. Ganz einfach, so ist es. So, er wird es weise anstellen. Guck mal, oh, hoppla. Guck mal, er wird es weise anstellen. Diese Trennung von ihr, diese neuen Wege wird er gehen. Weil er Sehnsucht hat nach dir. Und der Fuchsschwanz zeigt auf die, dank ins Universum schon. Man steht ja die dann alle auf dem Kopf, was ist da doll los? Guck mal, besser kannst doch wirklich, die lege ich jetzt einfach nochmal irgendwo hin, weil es mir so gut gefällt. Und ich kann ja gerade machen, was ich will, gell? So, alle, guck mal. Er wird das weise anstellen, weil er Sehnsucht hat nach dir. Der Fuchsschwanz auf dich gedeutet. Und dann kommt schon das Universum. Ihr wisst ja, ich gucke immer gern bis zum Universum. Seht ihr das noch? Yes! So, also machen wir mal spaßeshalber weiter. Er kommt erstmal über die Freundschaft, weil der einfach noch keinen Arsch in der Hose hat. Er kommt über die Freundschaft, aber die nächsten 2 Monate wird etwas passieren. Ich sag's auch immer wieder dazu. Ich für mich, was meine Kolleginnen machen, interessiert mich gar nicht. Ich für mich fühle, dass in den nächsten 3-4 Monaten alles zusammenkommt, was zusammengehört. Wenn man natürlich eine Adresse von jemand hat. Aber vielleicht sieht man sich schon einfach beim Einkaufen, obwohl man gar keine Adresse hat. So. Man kennt hier aber auch immer da hinfahren. Und kennt nur mal gucken, ob derjenige da noch vielleicht wohnt. Oder so, oder wie auch immer. Man weiß es nicht. So. Innerhalb der nächsten 3-4 Monate kommt zusammen, was zusammengehört und wird sich trennen, was nicht mehr zusammengehört. Also, habt mal ein bisschen Vertrauen in die Situation. Hier, guck mal, das Universum, im schlauen Fuchs, er wird das schlau anstellen, diese Beziehung zu dir. Ja, das macht ihm viel Kopfweh, das macht ihm viel Kopfweh. Hier, viel Kopfweh, wie soll er sich öffnen? Wo haben wir ins Gespräch? Ach, guck mal, da haben wir ins Gespräch. So, also, er kommt erstmal über die Freundschaft. Das hatten wir schon 1000 Mal, aber ich kann es halt nicht ändern. Das ist halt so. So, innerhalb der nächsten, ich krieg gerade rein, ganz viele von euch werden innerhalb der nächsten 2 Wochen eine Nachricht von ihm bekommen. Über ein Gespräch, er kommt ins Haus, er fühlt sich schneller, wie du denkst. Es kommt zu Veränderungen. Warum liegt denn das alles auf dem Kopf? Plötzlich, es kommt zu plötzlichen Veränderungen. Also es kann sein, dass der plötzlich vor deiner Tür steht und sagt, du, hör mal zu, ich habe gar keinen Bock mehr auf die Schleiereule. Ich bleib jetzt bei dir. So, aber da scheint es noch ums Geld zu gehen. Natürlich auch um die tiefen Gefühle, weil die Karten liegen beide nebeneinander. Aber das Schiff ist auch noch ein bisschen mit Geduld. Gut, was sind noch vier Monate? Gell, ist ja nichts. Er kommt über die Nachricht, er kommt in seine Stärke. Die Ängste gehen raus, weil er Klarheit kriegt. Er kriegt Klarheit und deshalb gehen die Ängste raus, was seine Stärke betrifft. So, es kommt zur Heilung, feste Verbindung, guck mal wie schön. Gerade war ich abgelenkt, sorry. Ich krieg gerade rein, ihr werdet euch in der Öffentlichkeit sehen. Diese Verbindung wird öffentlich gemacht. Guck mal, mit so einem neuen Weg. Also besser geht's. Was will mir das Universum jetzt sagen? Moment mal bitte. Du kannst dein Glück nicht fassen. Es ist ein großes Geschenk für dich. Wenn er hier... Guck mal, ach. Das hätte ich jetzt so lange gebraucht. Guck mal, er... Ende, sie. Guck mal.
es dauert halt noch ein bisschen. Er macht sich viel Gedanken. Er möchte ihr auch nicht wehtun. Er möchte sie nicht verletzen. Finde ich immer gut. Finde ich immer gut. So. So what? Was soll man jetzt noch mal? Jetzt gucken wir mal. Nein, sollen wir noch nicht? So, sollen wir noch nicht? Jetzt muss ich jetzt wirklich alles, sonst wird es wirklich so dunkel, gell? So. Was ist denn da noch los? Also, das Ganze kommt in die Veränderung. Er möchte eine Familie mit dir, er möchte die Sexualität wieder mit dir leben. Es liegt alles drin, was schön ist. Die Transformation, das Ende mit ihr, die neuen Wege mit dir. Er macht sich noch Gedanken über die Liebe, noch ist er ein bisschen blockiert, aber es kommt zum Neuanfang. So. Ach, wie schön. Guck mal, er ist ein heimlicher Verehrer und Abwarten. Überstürze nichts. Nichts steht nicht auf der Karte. Auf der Karte steht, überstürze nichts. Lass die Dinge ihren Lauf nehmen. Das ist das. Das ist der Berg, die Blockade, wo er noch ist. Der braucht halt einfach noch ein bisschen. Ich finde das auch immer ganz gut, wenn die nicht einfach die Bälle schmeißen und sind verschwunden. Ja, und jetzt sind die Ungewitter da. Ja, wir 4 Jahre sind wir letzte Loch. Und also wenn ihr da 4 Jahre genug sind, dann mach doch du die Regel davor. Das ist doch ganz einfach. Mach du die Regel davor und sag, nee, will ich nicht mehr. Da brauchst du nichts Negatives mehr. Brauchst du den nicht als Arsch zu betitulieren oder als sonst was. Oder dass der, vor allen Dingen, was ich ja ganz besonders lieb, ist, der klaut mir meine Zeit. Der raubt mir mein Leben. Ey, da muss ich mich fragen, ob ihr Brett vorm Kopf habt. Du bist doch der Chef von deiner Zeit. Lauf doch vorwärts, geh doch weiter, mach doch dein Ding. Entweder kommt der noch, oder wenn nicht, ist es ein Onnen. Da kommt ein Onnen auch getrappelt. Ganz ehrlich, aber das muss ich jetzt ehrlich. Also ich werde jetzt sicherlich kommen mit der 5 und sagen, nee, die will ich nicht mehr, die abonniere ich nicht mehr, da gehe ich wieder raus. Ist mir egal, aber so negative Menschen, gell. Also ich glaube manchmal so lese. Wer will denn so einen negativen Mensch als Mann in seinem Leben haben? Oder als Frau? Jungs, ihr dreht euch rum, gell, ihr wisst ja. Wer will denn so einen negativen Mensch in seinem Leben haben? Keine. Jeder will Glück, will Liebe, will lustig sein, will, das Leben ist hart genug. Eben, was auf unserer Welt gerade alles passiert. Und dann schreie ich mich schon wieder auf. Es macht mich schon wieder nur grau auf dem Kopf. Jetzt will ich schon, dann kriege ich viel mehr Falte. Aber es kann doch kein anderen Deutsch Zeit klauen. Er darf doch fliegen gerade fort. Hier, bringe deine Liebe zum Ausdruck. Sei mutig und gehe einen Schritt auf deinen Wunschpartner zu. So, alla hopp, jetzt lauft immer. So, was muss denn noch transformiert werden? Bei euch zwei. Oder eigentlich kriegst du gerade rein bei ihm. Aber wir sind ja alle nicht fertig. Wir haben ja alle unseren Weg zu gehen. Wir müssen ja alle unsere Päckchen tragen. Nüchternheit. Er wird mit Nüchternheit nachgucken, was da los ist. Soll ich jetzt nochmal woanders hinlegen? Was da los ist. Wie er es am besten anstellt. Da hätte ich nicht rumdrehen sollen. Du lehnst mir das da drauf. So. Wie er das am besten anstellt. Da sind keine Emotionen mehr. Das ist einfach nur noch nüchtern nachgedacht. Wie trenne ich mich am besten, ohne ihr komplettes Herz zu brechen? Aber ganz ehrlich, egal in welcher Konstellation ihr jetzt hier seid, ihr merkt doch, dass es nicht mehr so ist. Es geht doch, wenn du doch in eine, du hier, oder das Mädel, du hier, in eine Dreierkonstellation bist. Ja, warum bist du denn dort? Weil es doch da nicht mehr funktioniert, sonst gäb's die Anne doch gar nicht, oder den anderen. Wenn du doch glücklich wärst in deiner Beziehung, würde es keinen anderen Menschen geben. Dann wärst du mit deiner Frau oder mit deinem Mann glücklich. Also was ereifere ich mich schon wieder? Sind schon wieder 24 Minuten, ich babbel zu viel. So, berufliche Selbstständigkeit, vielleicht hat es auch noch was mit dem Job zu tun, weil er natürlich auch auf den Job guckt. Vielleicht gibt es da noch Verwicklungen und Verstrickungen, die aber auch zum Erfolg führen. Ach, was du die Mario und die Karte wieder so schön deute. So, steu dir nicht so, die kommen so. Heiße das neue Willkommen. Hier, er will sich von ihr trennen. Geht in eine neue Verankerung. Wolke gehen raus. Aller hopp. Gefällt mir.
Mir gefällt's. Es wird wahrscheinlich erst morgen Abend online sein. So, die Schulden sind bezahlt. Das hat nichts damit zu tun. Materiell, batzje, batzje. Nein, die Schulden sind bezahlt ist, wenn du der ewigen drei Tage dankbar für was bist. Mein Haar getroffen, sag so, jetzt ist es gut, ich bin dir jetzt genug dankbar gewesen. Ich trenne mich jetzt, weil ich mein Leben in Liebe weiterführen möchte. Hier, sei du selbst. Ich habe jetzt noch nicht drauf geguckt. So, Sommer. Alles, worum du bittest, fließt dir im Sommer zu. Geduld, Geduld, Geduld. Leb dein Ding. Bearbeite dein Scheißdreck, den du hast. Entzieh ihm deine Energie. Dann kommt der schon noch. Dann kommt der schon ins Vermissen, der Kamerad Schneeschuh. So, da will nix. Kennenlernen. Ein Treffen wird stattfinden, um sich besser kennenzulernen. Es ist immer von Vorteil, wenn man sich kennenlernt, gell? Oder wenn man sich, ja, wenn man wissen will, was mit dem anderen los ist, wie es dem anderen geht. Was isst der gern, was trinkt der gern, schraubt der mal die Zaubers da tub zu, was auch immer. Eieiei, das ist viel zu viel. Du wolltest mal nicht übertreiben hier. Die drei, oder nochmal mischen? Gut. Rumdrehen? Nee. So. Also, Verpflichtungen, genau, er geht aus seinen Verpflichtungen raus, auch wenn es noch Kinderschein gibt. Also, das wird alles geregelt. Der Himmel wacht über dich und jetzt fliehe ich fort. Also irgendwas ist mit eurer Ernährung nicht richtig, ihr sollt euch gesund ernähren. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich sagen soll. So, himmlische Hilfe hatten wir, das hatten wir, das hatten wir, das hatten wir. So, sollen wir noch was abdecken? Ach so. Den Berg? Oh ja. Das hätte ja auch ein bisschen früher sagen können. Wo ich da jetzt alles zugebunkert habe. So, eine Karte bitte für den Berg, liebes Universum. Eine. Die sich rumgedreht hat. Okay. Also, es kommt zu einem Neuanfang. Die Blockade, guck mal, doppelt, nebeneinander. Der Berg hätte abgedeckt werden sollen, habe ich gemacht. Neuanfang, also das löst sich auf, es kommt zu einem Neuanfang in der Liebe, er wird sich öffnen, das Ganze wird öffentlich gemacht. Noch trägt er Masken, natürlich, wenn er noch in einer Verbindung ist, trägt er Maske. So, jetzt meine allerliebste Lieblingskarte der Zeit vom Julje. Julia Seelenzauber, nicht Julje, nur ich darf Julje sagen. Was ist denn da los? Also was ist denn heute mit meiner Karte da los? Das war jetzt eben sehr lustig. Eben war ich erschrocken. Mein Kabel ist mir eben wieder der Knöchel gefallen. Und ich hatte mal einen Hund und der hat mich immer da unten angestupst. Und ich war jetzt, also mein Herz schlägt jetzt ein bisschen auf den Hals. Ich dachte, was macht denn Lux jetzt hier? Vielleicht sehe ich auch bei mir gerade, gell? Mein Seelenhund. So, also, unsere Seelenverbindung. Was möchte er dir derzeit sagen? Eine Karte bitte, liebes Universum. Warum er vielleicht noch Maske trägt? Warum er noch in der Blockade ist und versteckt sich noch in dem Bash und traut sich noch nicht raus? Dankeschön. So, die Traurigkeit. Manchmal fühle ich mich sehr schlecht. Die Tränen laufen mir die Wangen herunter. Ich fühle auch, dass es dir nicht gut geht. Warum machen wir es uns eigentlich so schwer? Warum wagen wir es nicht einfach? Es kann doch nur besser werden. Genau, und das wird er sich trauen. Hier, indem er sich, ich habe es jetzt zugelegt, von ihr trennt. So, und dann muss auch keiner mehr traurig sein. Und natürlich sind es noch Hürden, die da geschafft werden müssen. Aber wenn man liebt, schafft man alles. Und wenn ihr den nicht mehr wollt, dann lasst ihn doch einfach in Liebe los. Man kann doch Liebe auch nicht erzwingen. Also ich bin froh, wenn mein Mensch, ach, die mir den Rücken gekehrt habe, in Liebe, in Glück weiterlebe. Also ich wünsche meinem Ex-Mann alles Gute, wirklich. Ich wünsche dem alles Gute. Ich hoffe, der hat mittlerweile geheiratet, der ist glücklich. Und alles ist gut. Ich war die falsch für den.
So. Ich fange an, unsere Verbindung zu verstehen. Genau das ist es nämlich. Jeder hat dann einen Rhythmus, jeder hat einen Tempo. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich falle mit dir ins Haus. Aber es gibt Leute, die bleiben vor der Tür stehen, kloppen ganz leise, dass man sich hätte, denkt, ach, du machst gerne auf, ich gehe wieder. So what? Ich habe so oft versucht, unsere Verbindung zu cutten, aber es funktioniert einfach nicht. Nein, weil ihr euch liebt. Deshalb funktioniert es nicht. Wir heilen und lernen beide mit all dem. Diese Karte gefällt mir jetzt am allerbesten hierfür, weil es nämlich so ist. Es muss geheilt werden, es wird die nächsten Monate noch rumpeln. Immer wenn das Universum in einen neuen Gang schaltet, ruckelt's. So ist es. Ich möchte gerne wieder die Unbeschwertheit fühlen, wie es mit dir war. Ja, auch die schönen Stunden. So, einmal noch, Dankeschön. Okay. Du bist wahnsinnig attraktiv. Er tut dich heimlich beobachten. So, die noch. Ich möchte dich so gerne in meinen Armen halten. Also ich glaube, besser geht's nicht. So, noch was, Universum? Jawohl. So, eine Engelkarte gibt's noch. Und da steht die von gestern noch, denn damit ihr doch gerade zu. Yippie! Also irgendjemand hat gesagt, es wären heute Schwendtage. Ich für mich muss sagen, ich halte auch gar nichts davon von denen. Also Portaltage, da bin ich auch immer ganz weit vorne. Da bin ich ganz, ganz offen für alles. Da ist das Portal offen. Mit denen Schwendtage ist nicht meins. Die wollen nicht zu mir. Also ich sag mir, wenn ich mein Leben im Griff habe und weiter marschiere, dann nutzt mir ein Schwendtag nichts, wenn der die Energie runterdrückt, was auch immer. Wenn ich gut gelaunt bin, was will mir denn da ein Schwendtag sagen, dass ich jetzt nicht mehr gut gelaunt sein soll? So, jetzt haben wir Schwendtag und jetzt bist du schlecht gelaunt, weil die Energie schlecht sind. Guck mal, ich soll das jetzt gerade runterheben. Seht ihr das gerade? Seht ihr meine Hand? Ja. Ich soll das jetzt gerade runterheben. Und soll euch das noch vorlesen? Warum muss Liebe immer so schwierig, so kompliziert sein? Kann es nicht einfach nur einfach sein? Karte gefällt mir sehr gut. So, allerhopp. Ihr wisst ja, die Engelkarte wolle gezogen, weil ein Avalon will gezogen werden. So. Ich hoffe, ihr seht das jetzt alles noch. Es war wirklich arschdunkel. Der Engel der Ehrlichkeit. Dein Engel rät dir, offen und ehrlich zu dir und deinen Mitmenschen zu sein. Wer aufrichtig ist, strahlt Integrität aus und zeigt, dass man nichts zu verbergen hat. So werden andere deine Art zu schätzen wissen und auch offen und ehrlich auf dich zugehen. So, wenn du also kein Giftspritz bist, geh mit einem Lächeln durch den Tag. Dann wird die Welt zurücklächeln. So, jetzt habe ich eben gerade gehört, dass ich euch noch eine Avalon-Karte ziehen soll, aber nicht hier, die kommt jetzt in die Community. So, das war's für heute. Ich habe mich gefreut, dass wir zusammen ein bisschen Spaß hatten, dass ihr euch aber so furchtbar aufregen könnt, gell, über alles. Das ist ganz grausig. So, also, ich freue mich, dass wir zusammen waren. Wenn ihr zwischen den Jahren wissen wollt, wie es im 2022 weitergeht, bitte, bitte, bitte früh genug buchen, damit mir das alles unter einen Hut kriege. Persönlich bei mir, große Legungen, ihr wisst, mir Taxifahrer müssen scharfe und eine da. Und ich mache das liebend gern. Also es sind meine schönsten Tage, über Weihnachten und Silvester zu fahren. Fasnacht, Donnerstag noch, ich hoffe, wir haben Fasnacht. Wie auch immer. So, na Hallamasch, genacht, macht's gut. Nichts mache, was ich nicht acht Uhr date. War schön mit euch. Ciao.